So, da bin ich wieder mit einer neuen Runde Don't Starve. Ich habe gerade aufgehört aufzunehmen und mache jetzt nahtlos weiter, so dass ich mir noch einigermaßen merken konnte, was ich eigentlich vorhatte, auch wenn das nicht so viel war. Das lege ich mal wieder hier hin. Ich wollte nämlich eine Wünscheroute bauen. Das hätte ich auch nur alleine sterben lassen können. Und den Eingang mal suchen. Vielleicht. Das könnte auch noch. Ah ja, und das könnten wir sowieso jetzt als allererstes machen. Das ist immer so bei Don't Starve. Man nimmt sich irgendwas vor und dann kurze Zeit später fällt einem ein, dass man doch 5 Sachen machen wollte, die davor zu erledigen wären. Und zwar wollte ich aus dieser Ressource hier und den Knochen. Oh, ist alles so chaotisch. Ich habe nicht sortiert, wie ich gesagt habe. Ein Eimer voll Mist machen. Der ist hier auf dem Essen-Tab. Er gibt total viel Sinn, oder? Der Düngereimer auf dem Essen-Tab. Aber der ist der erste Mal, weil... warum eigentlich? Weil man damit Essen produzieren kann, auf irgendeine Art und Weise. Düngen, Essen, Segen, alles Gleiche. So. Das stört mich jetzt irgendwie, dass das hier so durchgeht. Buddel ich hier mal aus. Wenn man Setzlinge einpflanzt... Oh, jetzt liegt es da im Weg. Ah, ich bin voll. Gut, also erstmal sortieren. Habe ich noch einen violetten Stein? Nein. Okay, ich mach mal... Nein. Das ging. Das ging auch. Wenn man einfach auf die Kiste geht und einfach sich da vorstellt und auf links drückt, dann kann man da Sachen reinlegen. Und wenn da die gleiche Art von Sachen schon drin ist und die Kiste voll ist, dann stackt er das automatisch. Da kann man ohne hinzugucken manchmal einfach Sachen ablegen. Und die aber gleichzeitig sortieren, ist ganz praktisch. So, wenn man Setzlinge ausgräbt, die schon abgepflanzt wurden. Also Setzlinge kann man jederzeit wieder pflanzen und ausgraben. Bärenbüsche sind ein bisschen empfindlicher. Die sollte man, wenn die so braun sind, so welk, nicht nochmal ausgraben, dann wird es einfach nur zu Grasbüscheln, glaube ich. Und die sind dann einfach weg. Also dann hat man das ganz umsonst geholt und ausgegraben und die Ressource damit eben verschwendet. Das wäre ja doof. Arme Kaninchen ist hier einfach in der Falle gestorben. So, und jetzt kann ich die hier mit dem Eimer nämlich andüngen. Und wenn ich jetzt ausbuddeln würde, könnte ich die neu setzen. Aber vorher nicht. Und die brauchen so ein paar Tage, bis die Beeren wieder oben nachwachsen. Und dann muss ich die wieder nachdüngen. Also schon ein etwas längerer Kreislauf. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier so akkurat pflanze. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste das machen, weil ihr zuguckt. Potenziell. Mehr hin. Machen wir es hier zwischen. Da ist Chester im Weg. Ja, weil es ist jetzt gar nicht so praktisch, dass ich die hier in so einem Quadrat gepflanzt habe. Für den Sommer auf jeden Fall nicht ganz praktisch. So, Beerensträucher ernte ich immer im Winter. Im Winter, sage ich, in der Nacht. Weil tagsüber kommt dieser... Das Gubbel hier, der Truthahn. Und klaut mir da die ganzen restlichen. Deswegen immer nur in der Nacht ernten. So. Das wird mir schon alles ziemlich schlecht. Das muss ich jetzt eben mal verkochen. Ah, so viel Krempel. Auch alles doppelt. Okay.
Also, die Stinkfrucht hier. Oh, das stinkt. Die kann man nicht gemeinsam mit Monsterfleisch kochen. Dann wird es Monster-Lasagne. Aber die kann man mit Gemüse gemeinsam mit, auch mit Fleisch gemeinsam kochen. Dann wird das zu ganz normalen Fleischklößen. So, das kann ich doch auch hier wieder irgendwo ablegen. So, das muss verkocht werden. Das und das. Und wenn da keine Stringfrucht bei ist, kann man auch ein Monsterfleisch mit verkochen. Da ich mehr Fleisch als Gemüse habe, mache ich das jetzt mal. Und dann kriegt man auch Fleischklöße raus. So, den tue ich mal auf. Dann kommt das hier dazu. Dann ist es nicht mehr ganz so vergammelt. Macht ja auch Sinn. Also, wenn Milch so ein bisschen ranzig wird, dann schütte ich halt einfach frische Milch drauf und dann schmeckt man das doch auch gar nicht mehr, oder? So bei Eintopf oder so. Gut. Dann haben wir auch schon wieder ziemlich viel gekocht. Ich nehme mal die nicht so guten Klöße raus, nehme die sehr guten Klöße rein. Tu die Kacke hier auf dem Boden. Und dann baue ich mir einfach mal noch eine Kiste, um dem Chaos hier ein bisschen Herr zu werden. Scheint immer noch zu wackeln. Gruselig! Gut. Dich brauche ich jetzt. Genau, mir ist eingefallen, Holzscheit hieß Bearbeitungsprotokoll. Und zwar gar nicht mal so wenig lange, bestimmt ein Jahr lang, haben die es einfach 1:1 übersetzt, weil Log, wenn man das in Google Übersetzer schmeißt, könnte unter Umständen auch Bearbeitungsprotokoll dabei rumkommen. Aber die haben das jetzt geändert. Zum Glück. So, hier kommen meine Steinchen rein. Die Blumen da raus. So. Die Hundezähne hier rein. Und dann kommen die Blumen zum Vergammeln einfach hier unten auch hin. Gut. Eine Kiste. Dringend. Zwei Holzplanken. Das Seil gemacht, weil es geleckt hat. Ja. Toll. Was mache ich mit dem Seil? Ideen? Ich weiß auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Gut. Ist nicht umsetzbar, weil ich die andere Ressource dafür nicht habe. Gut. Hunger habe ich. Essen habe ich auch. Dann gehen wir morgen mal auf Spinnenjagd. Mehr Gras. Ich stelle mich hier neben den Glommer. Chester ist auch leer. Sehr gut. Ah, ich weiß, was ich anderes mit. Ich mache mir noch ein Seil. So. Ich habe ja im Moment Holz auch ganz okay eigentlich beisammen. Und mit der zweiten Maschine kann man die Holzrüstung auch schon machen. Ich wieder irgendwelche Monster spontan angreife. Den Hammer mache ich auch in Chester mal rein. So, die Rüstung mache ich auch mal hier rein. Ich mache Essen und Chester habe ich ja schon erklärt, weswegen ich den rein mache in den Rucksack. Die Holzrüstung tue ich auch mal in den Rucksack, genauso wie Essen. Weil wenn man stirbt von Hunden oder Feuer oder sonst was,
kann es halt passieren, dass das, also alles, was im Inventar ist, bleibt dann auf dem Boden liegen. Und der Rucksack, der bleibt dann auch auf dem Boden liegen, aber die Gegenstände, die da drin sind, bleiben in dem Rucksack, wenn man stirbt. Und wenn das Essen auf dem Boden liegt, könnten Spinnen oder auch Hunde oder Schweine kommen oder was auch immer hier gerade so aktuell ist und einem das Essen einfach wegfuttern. Deswegen mache ich das Essen immer in den Rucksack. Und die sind auch ganz witzig. Das ist ein verdächtiger Erdhaufen. Und wenn ich den untersuche, dann sieht man eine Tierfährte. Und die würde dann in diese Richtung gehen. Wenn ich dem folge, man sieht das an diesen drei Punkten, die die Zehen darstellen. Wenn ich dem folge, finde ich eine weitere Tierfährte. Das könnte man einfach... Nahrung, ich meine Tier. Das könnte man einfach weitermachen, solange bis man zu dem gesuchten Tier kommt. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, was für ein Tier dabei rumkommt. Aber jetzt machen wir erstmal hier eine Jagd. Könnt ihr mich ein Beispiel beschreiben? Gelbe Spinne ist hinter mir her. Sehr gut. Zack. Greift auf jeden Fall Chester an. Und ich auch. Jetzt haben wir das Fleisch liegen lassen. Dann teile ich die hier so ein bisschen runter. Ihr habt es ja gerade gesehen, wenn man auf dem Netz stehen bleibt und die dann angreift, dann spawnen die gelben Spinnen. Die Spinnenkönigin, also es sind keine Könige, es sind gelbe Spinnen. Es war immer noch nicht so richtig viel Ressource, die ich jetzt gekriegt habe. Aber hier ist es. So, Chester, du musst da weggehen, sonst greife ich dich an. Ja. So, und jetzt habe ich das Dilemma. Ich habe Chester der Spinne ausgeliefert. Und aufgehauen nochmal. Das ist echt nervig, ne? Können, aber das habe ich natürlich mal wieder nicht gemacht. So. Das zerstöre ich mal einfach. Ich weiß, Ressourcen. Aber was soll ich sagen? Ich habe ja auch genug Spinnen gesehen. Ich werde es ja auch einmal jetzt nochmal leisten. Denn ich möchte euch zeigen, wie man ein Zelt baut für die kommende Nacht. Dann kann ich nämlich meine Gesundheit auch ein bisschen regenerieren. Eigentlich auch neues Holz. Aber ich kann euch auch zeigen, was meine Notfalllösung ist. Wenn ich kein Holz habe. Ist sehr billig. Wird bestimmt einigen nicht so gut gefallen, aber ich baue mir dann eine Forke. Und dann grabe ich den Boden hier aus. Dann kann ich einfach mit dem Boden, zack, das Feuer anzünden. Da ich meistens mir ein bisschen Teppich von den Clockwork-Monstern klaue und den hier unter meinem Feuer pl-
platziere, kann ich das jetzt auch einmal heute Nacht komplett damit anzünden. So. Hier ist schon wieder alles getrocknet. Boah! Das ist ja frech. Ach, da ist ein zweiter direkt reingegangen. Okay, das ist sehr witzig. Gut, also die Falle steche ich jetzt mal kurz hier hin und dann bauen wir mal ganz flott drei Seile. Gehen zur Maschine. Gehen auf den überleben mit dem Seil nach ganz rechts, dann ist hier so die Pelzrolle, die Strohrolle, der Rucksack ist auch links daneben und dann bauen wir unser Zelt. So, die Frage ist, hier wollte ich die Eismaschine hinstellen, dann baue ich mal hier das Zelt hin, das geht sowieso nach einiger Zeit kaputt. Also tue ich mal hier auch rein, da kommen dann jetzt alle tierischen Sachen rein. Das auch. Regnen wird's wahrscheinlich noch. So. Dann kommt das noch im Kühlschrank. Das auch. Das sowieso. Und dann gehe ich jetzt schlafen. Zum Schlafen nehme ich immer die Sachen ab, die sich mit der Zeit verbrauchen. Das verbraucht sich nur im Kampf, aber sowas wie ein Winterhut zum Beispiel, oder wenn ich jetzt den Regenschirm in der Hand hätte, dann würde er sich auch weiter verbrauchen, während ich schlafe. Deswegen nehme ich die Sachen dann immer ab. Und esse jetzt schon mal was, damit ich nicht komplett verhungere und gehe jetzt ins Zelt. Dann wache ich einfach an Tag 17 total hungrig auf, gehe an den Kühlschrank, zimmer mir hier die zwei Fleischklöße rein. So, und verabschiede mich dann schon mal für diese Runde wieder. Und werde auch für heute erstmal wieder aufhören zu spielen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Boah, einmal noch auf Chester draufhauen, um die Musik zu triggern. So. Ciao. Gut, ich kann nicht winken. Sorry. So, ciao.